Also im schlimmsten Fall, Kinder, müssen wir hier auf dem Floß schlafen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn es jetzt komplett stoppduster ist, ob wir überhaupt was sehen, ob wir überhaupt noch weiterfahren können. Also ich habe Angst. Mami, langsam wird es kritisch. Ich hoffe, wir erreichen unser Ziel. Hallihallo, meine Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir nehmen euch ganz spontan mit, und zwar haben wir einen ganz spontanen Ausflug. Eigentlich wollten wir noch, ihr habt bestimmt in unserem Urlaub-Vlog gesehen, wir hatten so eine Floßboot-Tour gemacht. Das war aber an den Tagen, wo wir auch mit einem Kamerateam begleitet wurden fürs Fernsehen. Und da konnte man das natürlich nicht so genießen. Wir wollten unbedingt die Tour nochmal machen, weil das so, so schön war. Es war aber leider, weil das zu Beginn der Ferien war, auch nicht so warm gewesen. Die Kinder konnten halt nicht schwimmen, und jetzt haben wir gerade genau zu Ende der Ferien. Wenn ihr das seht, sind in Berlin schon die Ferien vorbei. Und eigentlich waren alle Floße belegt an allen Stationen. Also da gibt es ja mehrere Stationen. Wir waren ja damals in Zedenik. Und dann habe ich doch ganz spontan einen Anruf bekommen, dass zwei Floße frei geworden sind und ob wir kommen wollen. Und dann haben wir ganz, ganz schnell uns fertig gemacht, gefrühstückt und sind los. Normalerweise brauchen wir ungefähr von Berlin aus nicht mal ganz eine Stunde bis nach Zedenik, aber heute war der Verkehr katastrophal. Also wir haben jetzt anderthalb Stunden gebraucht. Wir sind in 14 Minuten sind wir da. Aber ja, wir freuen uns jetzt sehr, dass wir das nochmal mit dem super heißen Wetter heute, 32 Grad, genießen können. Wir haben alle unsere Badesachen, Handtücher, Essen. Wir haben noch ein bisschen was eingekauft, noch ein bisschen Fleisch und so mitgenommen, weil wir können ja auch auf den Flößen grillen. Aber das seht ihr dann alles. Wir nehmen euch heute wieder mit bei unserem Ausflug. Und ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Niedlich, ne? Hallo, du Süßer. Na, du Feiner? Na, du? Siehst du, Schnuffis? So, da sind die Floße. Feiner, Bobby. Ne, du bist aber ein ganz hübscher, wa? Ne, du bist ein ganz hübscher, hm? Puppi! Oh, das ist ja der passende Name Puppi. Für dich, Mensch, Puppi. So, und gleich geht's los. Oh, es ist mega heiß. Ich freue mich schon, wenn wir ins Wasser hüpfen können. Diesmal habe ich den Dreh besser drauf, ne, mit dem Lenkrad in die gegengesetzte Richtung. Ne? Da hinten sind zwei Stühle. Da kannst du ja hinschwimmen und dich hinsetzen. Aber ihr müsst aufpassen, falls ein Boot kommt. Ha, bitte gucken. Anne, wir haben Salat. Es ist total cool. Können wir auf dem Grill machen, den Salat? Was? Salatbeilage. Lecker. Ich kann nicht werfen. Ja. Lecker Salat. Die Sonne kommt raus. Boah, das ist voll heiß hier. Und, wie ist das Wasser? Kalt. Echt? Sehra, du siehst aber, ne, du kannst nicht untergehen mit der Weste. Das ist, diese Weste, was du anhast, Sehra, die ist ja extra dafür da, falls zum Beispiel ein Kind da ist, das auch gar nicht schwimmen kann und ins Wasser fällt, nicht ertrinkt. Weißt du, was ich meine? Also du kannst damit nicht untergehen, wenn das deine Sorge ist. Guck mal, du siehst ja die anderen. Das ist so schwer. Oh, Mami. Ich auch. Das hat aber ganz schön, Dings war ganz schön laut, die Bombe. Er kann ohne Schwimmen das durchschwimmen. Ich auch. Ja, das ist ja auch nicht schwer. Das hat wehgetan. Hat wehgetan? Am Hintern? Am Popo? Oh, das freut mich schon. Oha, mein Jetzt ich will auch unbedingt rein. Guck mal hier. Das war ladylike. Was macht ihr denn da? Erstmal, du,
Du regst doch Zeynep runter. Sie muss sich an dir festhalten. Du hast doch die Weste an. Warte, 1, 2, 3, 4. Nein, 6. Und Mama und Papa? Ja, das sind 6. Mach dein Kleid, Zeynep. Ach, wirklich, das sind 6. Maryam, die sind voll gechillt so. Guck mal, wie süß. Werden die auch mal leicht? Ei, wie süß. Wer ist denn das hier? Wer ist denn das hier vorne? Den sieht man sich, ich sehe den nicht. Der so dick ist? Ja. Das ist Malik Musa. Malik Musa, bist du der Dicke? Nein, das ist Esma, glaube ich. Nee. Ahmed. Zeynep ist die Dicke. Ich bin hier, hallo. Ich hab Salat. Noch mehr Salat? Man muss auch wirklich den ganzen Tag einplanen, weil die Zeit geht so schnell vorbei. Man tuckert ja so langsam hier durchs Wasser. Und wir wollten eigentlich an einem See ankommen, also dann an einer runden Fläche, ne? Wo man nochmal schwimmen kann. Aber wir haben es zeitlich gar nicht geschafft. Ne? Wir sind ja spontan aufgebrochen heute und dementsprechend war ja auch Stau bei uns so spät gestartet. Haben gegrillt, gegessen und ja, jetzt müssen wir, bevor es dunkel wird, zurück sein. Das muss man ja auch berechnen, die Zeit, weil wir haben ja hier kein Licht. Ne? Wir dürfen jetzt hier damit nicht im Dunkeln fahren. Deswegen hoffe ich jetzt, dass wir noch nicht ganz im Dunkeln noch jetzt schaffen zurück. Also jetzt müssen wir hier wirklich direkt ohne Pause jetzt anhalten. Wir haben halt 2 Pausen gemacht, wo wir halt schwimmen waren. Und jetzt zum Ende eben gegessen haben. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Und wir sind immer noch nicht am Ziel. Also im schlimmsten Fall, Kinder, müssen wir hier auf dem Fluss schlafen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn es jetzt komplett stockduster ist, ob wir überhaupt was sehen, ob wir überhaupt noch weiterfahren können. Also ich habe Angst. Mami! Also, mal schauen. Ich melde mich auf jeden Fall nochmal, aber so ist jetzt der aktuelle Stand. Oh, Maya! So, wie ihr seht, sieht man das überhaupt, dass es dunkel ist? Ja, also jetzt ist wieder hell, sieht heller aus, aber nein, nee. Guck mal, es ist stockdunkel. Was soll ich sagen? Das ist ein Boot, ne? Es ist, ja, gut, guck, das Boot hat Licht und wir haben jetzt kein Licht, siehst du? Aber das ist gut, dass jetzt gerade du den Blitz anhast, damit er uns auch sieht. Weil das ist jetzt das Problem. Wir dürfen eigentlich gar nicht mehr jetzt fahren, weil wir gar kein Licht haben. Wir versuchen so ein bisschen Handylicht zu benutzen, dass man wenigstens so sieht, dass wir hier unterwegs sind. Ich glaube, es ist nicht mehr lange. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Ja, Problem, ich ohne Brille sehe ich sehr schlecht und es ist auch noch dunkel. Ja, langsam wird es kritisch. Ich hoffe, wir erreichen unser Ziel. Ich bin auch noch da. Ja. Und? Was meinst du wegen dem Sehen, meinst du? Ich kann noch sehen. Du kannst noch sehen, ja? Ich sehe auch noch das Boot von Baba und den Siehst Jungs. Siehst du noch deren Boot? Ja. Ja, das Jungsboot ist auch schneller.
weil die sind ja nur zu dritt auf, nee, zu viert. Ja, und wir sind zu sechs. Ja. Ja. Also unser Boot ist definitiv schwerer. Warum hoppelt es so? Merkst du es gerade? Weil das Boot vorbeigefahren ist. Achso, Welle. Ah, ja. Naja, also ich hoffe, wir kommen gut an und kriegen auch keinen Ärger. Wir haben uns zeitlich da ein bisschen verschätzt, aber man lernt dazu und nächste Mal müssen wir es besser machen. Aber ja, eigentlich hätte es sich auch gelohnt, wirklich auch Schlafsäcke mitzunehmen und nochmal hier zu übernachten. Ich glaube, das muss man echt mal nächstes Mal machen, weil die Zeit rennt so schnell hier. Also es reicht gar nicht. Ne? Also es, vor allem hier dieses Gebiet in Sedenik, das ist ja so schön. Also man kann so eine lange Strecke fahren und allein, er meinte eigentlich zu dem See, wo wir schwimmen wollten, war es eigentlich 3 Stunden Fahrtweg und so weit sind wir nicht mal gegangen. Naja, mal schauen. So, wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Das war so eine knappe Kiste. Ich habe schon am letzten, zum Glück waren ja hier dann Lichter, aber trotzdem konnte ich voll schwer was sehen. Manny musste mich ein bisschen navigieren, aber wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Das war wirklich knapp und jetzt haben wir uns noch ein kaltes Getränk geholt. In so eine schöne Flasche, die sind gut, kann ich wieder verwerten. Ich mag ja mal so Glasflaschen. Okay. Auf jeden Fall, ich mache jetzt schon hier Schluss. Wir brauchen jetzt ungefähr noch, ich denke mal jetzt bei dem Verkehr vielleicht 40, 50 Minuten, wenn es schnell geht. Jetzt noch nach Hause. Wie spät ist es jetzt, Miriam? 21 Uhr. Ich glaube, es ist 21:40. Es geht jetzt nach Hause. Deswegen beenden wir jetzt auch hier den Vlog für heute. Deswegen beende ich den Vlog jetzt hier. Wir fahren jetzt noch nach Hause und sehen uns dann beim nächsten Mal. Wir hoffen, euch hat der Vlog gefallen. Wenn das der Fall war, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lässt, den Kanal abonniert und natürlich die Benachrichtigungsglocke aktiviert, damit wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald. Tschüss.